Heute begrüße ich Sie aus einer Basilika, St. Paul vor den Mauern Roms eben gelegen. Eine wunderschöne Basilika. Es passen 3000 Menschen in diesen großen Raum hier. Und dieser wunderschöne Raum vorne mit diesem schönen Mosaik oben oder auch das Grab eben des heiligen Paulus, wo man hineingehen kann, wo man unten das auch besichtigen kann. Aber Sie sehen auch die vielen Medaillons hier oben rechts und links an der Wand herum. Die vielen Medaillons bedeutet ja auch, dass wir viele Päpste haben. 268 Päpste, die hier mit einem Medaillon verewigt sind. Und hier oben, ganz in der Ecke, sehen wir auch das Medaillon mit unserem Papst Benedikt, mit unserem Papst, der Vorgängerpapst war, und auch mit unserem neuen Papst, mit unserem Papst Franziskus. Und der neue Papst, das können wir sehen, der ist beleuchtet. Das Medaillon ist beleuchtet. Der aktuelle Papst, der jetzt gut 2 Jahre dran ist. Es ist schön, diese Päpste einmal so aufgereiht zu haben, aber es sind auch noch Medaillons frei und es werden sicherlich auch noch einige Päpste danach kommen. Man kann natürlich streiten, wenn die Medaillons zu Ende sind, ob dann wirklich die Welt untergeht. Man kann darüber streiten, ob auch das Medaillon des Papstes Benedikt, des Vorgängerpapstes, beleuchtet sein müsste oder nicht beleuchtet sein müsste. Kirche war immer eine Auseinandersetzung. Es war immer wieder auch ein Kampf, auch zwischen den Aposteln Paulus und Petrus oder auch jetzt in unserer Kirche. Oder wie empfinden Sie unsere Kirche? Ist sie eine kämpfende Kirche? Einmal nach außen hin, aber auch innerhalb so, dass man einen guten Weg gehen kann. Ihnen allen einen gesegneten Abend. Ihr katholischer Fernsehseelsorger Pater Alfred Tönnies.